Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um ein Info-Video. Und zwar die Sortierung in Pokémon. Da in der Pokémon Go-App. Da kann ich euch im Endeffekt auch gleich mal zeigen, dass der neue Scrollbalken ja sich ja verändert hat mit der neuen Version. Also GamePress hat einen Artikel veröffentlicht, einen detaillierten Guide geschrieben haben, wie man in Pokémon sortieren kann. Das ist recht interessant. Hier werden zwar Symbole aufgelistet, aber ihr werdet nachher sehen, dass diese Symbole leider nicht in der richtigen Reihenfolge sind, um zu sagen, dass das Minus zum Beispiel als allererste von allen Symbolen ist. Nicht ganz richtig, aber ist okay, macht nichts. Aber interessant ist, dass Symbole ganz oben sind, dann kommen, wie heißt denn das jetzt? Roman Captures, japanische Zeichen, koreanische Zeichen, chinesische Zeichen. Und dann kommt was ganz Interessantes, wenn ein Pokémon, WP10 hat und ein anderes auch und noch eins und noch eins und noch eins. Und dann kann man die Sortierung ändern. Also dass sie dann vielleicht die zweite Sortierung nach Name, nach Nummer, nach HP, was auch immer, das will ich euch jetzt mal zeigen. Und da habe ich jetzt mal was vorbereitet. Ich habe hier drei Pokémon mit 505 WP. Ein Seepa, ein Nidoran, ein Sterndu. So, wenn ich jetzt nach Funddatum sortiere und danach wieder auf WP, dann ist hier das Nidoran weiblich als erstes mit 13.3. Das Sterndu als zweites mit 21.1. Und das Seepa mit 11.11.2016. Gut, das ist das eine. Jetzt zum Beispiel Favorit. Das kann man sehr gut erkennen. Einmal zurück wieder zu WP und ihr seht Sterndu mit Stern, Seepa mit Stern, Nidoran ohne Stern. Als nächstes zum Beispiel mal nach Nummer. Und nochmal zurück zu WP. Nidoran weiblich, Seepa, Sterndu. Müsste hinhauen. Und KP finde ich jetzt uninteressant. Ich mache jetzt noch Name. Wieder zurück zur WP. Und dann haben wir hier genau das Seepa mit Stern. Dann das Nidoran weiblich und dann Sterndu. Passt wunderbar. Echt interessant, wusste ich nicht. Fand ich interessant und deswegen habe ich gedacht, ha, dann zeige ich euch das mal, zumal ich leider am Sonntag nicht spielen war, also nicht gezielt. Ich habe Unkraut gejätet. Wir haben einen großen Rasen, da muss man viel, viel tun. Gut, was wollte ich euch noch zeigen? Den Scrollbalken, ne? Der Scrollbalken hier, genauso wie im Pokédex, denke ich mal. Mal schauen, jawohl, das ist genau der gleiche. Wunderschön haben sie das gemacht. Gefällt mir gut. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ach, das mit den Symbolen wollte ich noch zeigen. Da sortiere ich jetzt nach Name. Und in der Liste war als allererstes das Minus. Und ja, das Pokémon mit Minus ist irgendwo weit, weit weg. Anscheinend ist es weg. Ausrufezeichen und Raute stimmt. Das Unzeichen und danach Stern. Das stimmt witzigerweise auch. Und dann gucke ich jetzt doch mal. Ah. Da ist ein Pokémon. Na gut. Dann nehme ich das Huthu doch mal. Versuche ich mal, das Huthu zu fangen. Auch wenn ich hier balltechnisch mit. Ah, nee. Ach, ich werfe jetzt einfach mal eine Nanabeere.
auch wenn das nicht notwendig ist. So, ich frage mich echt, wo das Minus abgeblieben ist. Weil an dem Minus hat man gesehen, dass die Sortierung nicht stimmt. Okay, also wenn ich das jetzt hier, wenn sich das hier, wenn ich das jetzt hier fertig habe, dann schaue ich jetzt noch mal. Unglaublich, dieses Minus wird irgendwie nicht als Symbol hier eingesortiert, sondern unter T. Das ist ja merkwürdig. Also, das wollte ich eigentlich damit beweisen, aber das Blöde ist halt, dass dieses Minus wirklich so unlogisch einsortiert ist, dass es eigentlich wieder gar keinen Sinn macht. Es ist nicht bei Symbolen. Ich würde sagen, es könnte ein Bug sein. ja. Dann scroll ich noch mal hoch und schau noch mal. Ich könnte dieses Aquana ja mal. Was nehmen wir denn Dollar? Dollar. Dollar, Dollar, Dollar. Wo hast du dich versteckt? Ich glaube hier. Kein Dollar. Hier. Dollar. Okay. Ich könnte noch Prozent anbieten. Dieses Aquana kriegt jetzt noch ein Prozent. Ah, ich verdrücke mich immer. Ich will immer da oben schreiben und nicht da unten. Prozent war nicht hier dabei. Hier. So, und als nächstes. Nee, das Unzeichen habe ich. So, jetzt gucken wir uns hier das. Es ist ja schon nach Name sortiert. Ausrufezeichen stimmt, Raute stimmt, Dollar stimmt, Prozent stimmt und stimmt. Die Reihenfolge stimmt komplett überein. Nur das ist ein Minus und davon habe ich mich jetzt ja, verarschen lassen sozusagen. So, nach dem und kommen kann auch der Stern kommen, genau. Und irgendwann nach dem Stern kommen, glaube ich, Ziffern bei mir. Nee, ich habe hier noch ein Fragezeichen. Ja, und das Plus. Ja, dies stimmt auch. Und danach die Zahlen. Wunderbar. Na gut, dann stimmt anscheinend die Liste von GamePress. Nur das Minuszeichen scheint irgendwie ein Bug zu sein. Interessant. Nun gut, ich würde sagen, das war es leider schon. Bis zum nächsten Mal.